Jetzt mit der Folge. Herzlich willkommen an alle, die bisher ausgehalten haben, die jetzt erst einschalten, die noch einschalten werden. Ich begrüße euch Welt. Ich begrüße euch World Wide Web. Ich hoffe, ich bin gut zu hören, denn ich habe ein neues Mikrofon. Vielleicht bringt es ja was. Mal gucken. Als erstes werden wir hier auf jeden Fall das Unkraut wegmachen. Komm, er hat sogar eine Handtuch rum, weil er so krasse körperliche Arbeit verrichten muss, unser Dave. Das war's auch schon mit dem Unkraut. Kann das sein? Komm her. Wachsen wir zum Schluss. Ey, warte, Datum, einen Tag später. Drei oder mehr. Aha, aha, aha. Na gut. Ab zum Boot. Ach ja, es ist ein neues Jahr, es ist trotzdem noch das alte Spiel. Wir sind aber mittlerweile in Kapitel 5, ich habe nämlich alleine ein bisschen weiter gespielt. Ich muss mein Mikro ein bisschen im Auge behalten, dass ich nicht zu sehr über den gelben Bereich gehe. Denn immer, wenn ich anfange zu reden... Okay. Was haben wir vor? Wir müssen Marlins fangen. Weiß ich nicht, wo das jetzt sein soll hier mit dem Marlin. Habe ich mal ein Marlin gefangen? Ich würde sagen, der ist zumindest mitteltief, ne? Marlin. Weiße Pferdemakrele. Am Grund ist schon mal... Ne, das ist eine Langnasenchimäre. Das ist ein Fächerfisch. Das ist aber ein Fächerfisch. Und ja, okay, Pech gehabt. Moräne, Dunkelflossen, Barracuda. Sieht das nach Marlin aus? Nee, das sieht alles nicht nach Marlin aus. Ist der an der Oberfläche? Das wäre ja wild. Ist das ein Marlin? Nö. Ah ja. Naja, ich werde ihn schon irgendwo finden. Was soll ich denn überhaupt machen? Achso, ich muss ins Häusle vom Fischvolk. Und ich wollte noch hier diese Meeresbiologin anrufen, wegen dem Wal. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Hochwertiges Katzenfutter. Aber was ist denn? Stimmt das nicht? Er verschwindet jede Nacht. Vielleicht hat er einen neuen Freund. Keine Ahnung, sag mir Bescheid, wenn du Momo nachts siehst. Ah, okay, ich krieg eine Quest. Interessant. Sehr interessant. So, Personal. Was kostest du im Training? 600. Habe ich da eine Fähigkeit gesehen? Nee. Das sind 300. Was kannst du dann? 258. Der Service muss besser werden. Für was? Ein Anstieg von 30. Du machst mich arm. Du machst mich arm, Madame.
vom Tohoku. Kannst du ein bisschen geiler kochen. Stimmt, guckst du, haben wir ja eigentlich ein neues Level erreicht? Nee, ich brauche noch besser Geschmack. Ich brauche noch Leckerpunkte. Was auch immer es ist, mach es jeden Tag 100 Mal. Würde ich jetzt nicht immer unterschreiben. Bring mir erstmal etwas Seegras, weißen Reis und Seeigel. Das Zutat mitgebracht. Ja, geil! Haha! Loote! Geil! Bring das Gericht zu Gummo! Gummo, Gummo, no! Komm, kauf ich! Sieht auch ein bisschen schöner aus. Aber naja. Ich gehe jetzt wieder. Der Weihnachtsbaum kümmern. Obwohl, mein Weihnachtsbaum steht auch noch. Das ist kein Euphemismus, das ist die Wahrheit. Da geht's jetzt wieder zurück ins Dorf des Seevolks. Ja. Ich habe es jetzt öfter mal im Handheld-Modus gespielt und jetzt kommt mir das alles viel riesiger vor, viel weitläufiger hier. Okay, da ist ein kleiner Junge, der möchte wieder was haben. Das ist der Farmer, das machen wir erstmal hier unten, denn da oben geht es zur Hauptquest. Was gibt es? Wo könnte Maro hingegangen sein? Ja, stimmt etwas nicht? Oh, Mensch. Eigentlich... Maro ist verschwunden. Ich bin mir sicher, dass Maro zum Unterwassersee gegangen ist. Ganz sicher. Unterwassersee? Ja, das ist ein mystischer und wunderschöner Ort. Tenzin hat uns davor gewarnt, dorthin zu gehen, weil dort ein schreckliches Monster haut. Die Sache ist die, Maro hat gesagt, dass es einen Spalt gibt, durch den wir hindurch könnten. Ich bin nicht hingegangen, weil ich Angst hatte, Ärger zu bekommen, aber ich glaube, Maro ist allein los. Was für eine Unruhe stiftet ihn. Wo ist dieser Ort? Er ist von einer Tür verschlossen, damit niemand hineinkommt. Aber es sollte in der Nähe einen Wegweiser geben. Wegweiser befinden sich diese Art von Schiff. Bitte bring Maro zurück. Tenzin wird wütend sein, wenn er es herausfindet. Okay, ich werde mich umschauen. Ein Wegweiser mit der Sprache des Seevolks. Wie kurios. Das ist eine Speise aus Seegras.
Was sind das für kleine runde weiße Kugeln? Menschliche Küche. Den Geschmack kann ich mir denken, aber ich werde es ausprobieren. Ein neuer Geschmack. Die weiche Textur des Seegrases und die kleinen weißen Körner, sie harmonieren so gut miteinander. Das gelbe Ding gibt so viel Geschmack. Das sind Seeigeleier. Sie sind zum ersten Mal Seeigel, diese stachelige Kreatur. Die Menschen essen so etwas. Seegrasfarm, geil! Super. Ich, Subam, werde dich persönlich leiten. Bleib in meiner Nähe. Das ist also die Tür zur Gletscherpassage. Das ist einfach genau nebenan. Schauen wir mal. Wo ist der Schlüssel, den ich gestern gefunden habe? Okay, wenn ich ihn jetzt hier rein... zu wissen, dass der Schlüssel keine Fälschung war. Oh, eine Sache noch. Man kann den mittleren Weg in der Gletscherpassage direkt nach unten nehmen. Aber er muss blockiert worden sein, um die Garde uns an der Flucht zu hindern. Es sollte hier irgendwo eine Vorrichtung geben, die die Tür öffnet. Durchsucht die Gegend, Mensch. Ich werde anderswo gebraucht. Wir sehen uns da. Steh bloß nicht. Neues Gebiet. Neues Gebiet. Oh. Wie Subam sagte, der Weg ist versperrt. Ich sollte die Gegend nach einem anderen Weg durchsuchen. Was ist das eigentlich für ein riesiges Wandbild? Ich sollte ein Foto machen. Guter Gedanke, Dave. Gespeichert. So, was bist du? Ich darf alle Fische fangen, die es hier gibt. So. Komm, du wirst es doch auch. Mein größter Wunsch im Leben ist es, als Sushi zu enden. Schön Power hier. Zum Glück habe ich die Power in der linken Hand. Das war aber ganz schön anstrengend. Da seid ihr nicht von erledigt. Also ich bin ja ein Naturfreund, aber nicht jetzt um Fischen geht.
sei Dank. Schön, schön. So, und du? Ich kann dich doch jetzt nicht die ganze Zeit hier messern. Ich kann aber schießen. Denn hier ist Munition. Vielleicht lasse ich sie noch mal. Zur neuen Region, ja, bitte. Jetzt habe ich keinen Löffel für meinen Tee. Es zieht der auch ewig, bis er genießbar ist. Ist das etwa ein Rätsel? In Videospielen berühren die Spieler dieses und jenes, um herauszufinden, wie man es bedient. Soll ich es versuchen? Berühr mal dieses. Cool. Okay, weiter geht's nicht. Das ist jetzt unten. Wow. Das ist ja super knifflig. Angeblich. Ich soll mich in der Steinstatue verstecken. Erstmal nehmen wir hier eine Fischstatue mit. Oh! Whoops! Ach wirklich, den ganzen Spaß nochmal. Nicht so schwer und ich war vielleicht abgelenkt. Das war knapp. Weg hier. Oh, ist das der Kalmar? Ist auch ein riesiges Wandbild. Ich sollte ein Foto machen. Misserfolg. Dicker Baum? Ja, Wandbild des Seevolks. Nein? Antiker göttlicher Baum, antikes Wandbild. Das ist der Baum. Ach so, rauszoomen. Okay.
Jetzt das Wandbild. Das ist ein zweiteiliges Foto. Willst du mich verarschen, Alter? Hör mal. Von mir aus. Bam. Oh, der kämpft. Der kämpft. Soll sich nach unten flüchten? Genau, schön nach oben. Gott, nein! Hau ab! Dieser Granatwerfer, ne? Der ist mir irgendwie ein bisschen zu heftig. Ich nehme hier die Luft mit. So eine zweite Luft. Eigentlich immer gut. Ah, die perfekte Temperatur. Ich werde dich gerne herausfinden, sagte Dave. Schwamm todesmutig. In diese Vorrichtung hinein und löste es mit nur einem Betätigen des Schalters. Das ist ein wahrer Held. Baums traf. Es kam ein starkes Licht aus ihr heraus. Die Ganons hassen Licht. Vielleicht kann ich diese Frucht nutzen, um eins zu machen. Ich werde die Frucht mitgenommen. Vielleicht kommt man so auch ans Ziel. Ich kann nur das drehen, Ankert. Das interessiert hier den Zombie-Fisch gar nicht, ne? Der dreht weiter seine Runden. Dieser tödlichen Vorrichtung. Ups. Zu stecken. Und weg.
scheint der richtige Durchgang zu sein, aber die Tür ist zugefroren. Ist aber optimistisch. Tatsächlich. Das ist sehr interessant. Was wird sich darin jetzt verbergen? Ja. Ein Kalmar! Er kommt direkt auf mich zu! Und einer geht noch. Du gewitzter kleiner Gespenster bist du. Ganz schön schnell. Ganz schön schnell und wendig. Aber dich habe ich in mir sicher, Kollege. Zack. Ja, genau dich meine ich. Dich hole ich mir. Schützen nämlich die Natur. Dabei Wäsche zu machen. So, was passiert hier? Ein Foto machen. Vergiss das nicht, Dave. Immer schön Foto zu machen. Schön. Eben hatten wir Tasten und Drehsachen. Jetzt haben wir Drehsachen und Tasten. Schauen wir mal, was hier abgeht. Okay, hier ist alles zu. Da sieht man doch schon. Wir brauchen wahrscheinlich die Frucht. Ne? Das heißt, wenn wir gelb aufmachen. Ah ja, 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 klar. Ist mir doch alles klar. Oh,
sollst was tun, Dave. Du sollst was tun. Ah. B. B. Hier ist B. Aber er betet nicht. Warum betet er nicht? Unglaublich. Er chillt auch nicht lange an einem Ort. Das ist schon eine Timing-Sache hier. Ich dachte, man müsste die Kugel da unten mitnehmen. Ich glaube, das musste ich gar nicht machen, ne? Das ist nur ein Zusatzproblem hier. Aber ich kann doch die Fischstatue nicht einfach. Die goldene Fischstatue. Kann ich doch nicht liegen lassen. Wahrscheinlich brauche ich das noch. Ich habe, glaube ich, noch nicht den richtigen Modus gefunden hier für das Gerät. Ich glaube, er ist relativ sensibel gerade. Aber, ja. Ich werde jetzt mal keine Munition für den Kalmar aufbringen. Was bist du denn? Du bist ja interessant. Schön eine Harpune durchjagen. Komm.
Jumbo Octopus. Schön. Du? Du bist wieder so ein Geisterfisch. Okay. Also, wie ich es vermutet hatte, wir brauchen die Kugel. Um das wegzuschmelzen, ne? Wahrscheinlich sagt der komische Fisch jetzt. Er ist verwirrt. Dave ist verwirrt, die Kasten. Die Kasten. Die Tasten sind verdreht. Und. Touchdown. Ich das Licht der Frucht des göttlichen Baums zu schön. Ich sehe das Wandbild jetzt. Verändere den Winkel. Ja, wollte gerade sagen, dann machen wir das doch. Interessant, interessant. Ja, ja wie? Nichts mehr für mich zu tun. Dann gehen wir wieder hoch. Fragen Cora um nach einer Spiegelwinkeloptimierungsmaschine. Jetzt. Hallo. Du willst also den Stein herausholen, der in der Spalte steckt. Dann sollst du eine Brechstange benutzen. Ich habe eine bestellt, aber das Frachtschiff, auf dem sie sich befand, ist gesunken. Vielleicht ist sie auf dem Meeresboden zu finden, wo das Frachtschiff gesunken ist. Rote Brechstange. Aha. Okay. Oh, Vampir-Kalmar-Roggen. Schön, schön. Die Fische lieben sich auch. So, einmal Sauerstoff. Ich mag ja diese Sensorfallen eigentlich. Aber die sind ein bisschen kompliziert. So, jetzt rufe ich mal Ellie an. Was passiert hier? Ein Buckelball ist ein blauen Loch auf. Blauen Loch. Der blaue Lauch. Ich glaube, er will etwas mitteilen. Kind muss sich irgendwo verirrt haben. Willst du mir helfen? Ich werde das Schreien ans junge Walen hören sollte. Kannst du mir Bescheid sagen? Ja klar, ich kann es einfach ignorieren. Ich werde mich umhören. Na gut, wenn... Ups. Ganz viel los hier auf einmal. Falls er nicht schon als Sushi verendet ist, werde ich mich natürlich darum kümmern.
So. Wenn ich mehr Geld habe, was möchte ich dann machen? Weiß ich nicht. Ich gehe erstmal schwimmen. Erstmal eine Runde farmen. Vielleicht finden wir ja einen Marlin auf dem Weg. Ja, hallo. Dankeschön. Dankeschön. Lange nicht mehr gesehen, Hammer. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Alles gut bei dir. Emma. Emma, was? Alles gut so weit. Schön. Das ist schön, das freut mich. Was treibt dich zu mir in die hinterste Twitch-Ecke? Langeweile. Oder bist du jetzt auch ein Dave the Diver Enthusiast? Erhältlich für Switch und PC. Billiges japanisches Schwert. Wunderschön. Das ging, glaube ich, nicht. Nee, das ging nicht. Druckerfisch ist mittlerweile echt gar kein Problem mehr. Ah, hier die kleinen Typen. Den musste ich mal fangen. Genau, Rundkopf-Fledermausfisch. Der war nämlich neu. Beziehungsweise den hatte ich noch nicht in meinem Pokédex. Fischerdex. Oh! Das muss irgendwann ein Balkalb sein. Dein Prime-Sub sind von. Dankeschön. Dankeschön. Das hört man gerne. Bullwock. Ah, ich weiß nicht. Nee, der Granatwerfer ist schon irgendwie besser als der Pfeil. Was seid ihr denn für Viecher? Ja, ich höre den Ball. Klammerangriffisch. Wo ist er? Dahinter wird er sein. Zieh, Dave, zieh! Alle weggeräumt, dann gehe ich mal hinein. Nach dem Eintritt findet eine eigene Stadt. Okay, Borstbite. Ja, komm. Warum nicht? Warum nicht? Bisschen Action. Ja, mach das sehr gerne. Dankeschön. Dir auch. Guten Hunger. Mach's gut und bis demnächst. Vielleicht sieht man sich ja im Chat und wenn nicht, dann im Real Life. Tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. Jetzt ist erstmal Bossfight angesagt. Da ist ein Walkalb. Hau rein. Bis bald, Rian. Oh, kann ich streicheln? Oh ja, streichel. Komm, tu es. Tu es, Dave. Keine Wirkung. Dann halt so. Dann halt so. Guter Wahl. Oh.
Ich glaube, er ist immer noch etwas ängstlich. Vielleicht sollte ich es einfach streicheln. So, es kommen Herzen. Yay! Freundlich. Schön. Ich sollte es noch etwas streicheln. Mich gern. Dann kann ich ihn ja jetzt abliefern bei Banjo. Ich glaube, jetzt bin ich direkt wieder oben, ne? Nee, Escort Quest. Nice. Würde ich mir mal noch gerne holen. Gibt's nicht. Schade. Aggressive Barracudas. Okay. Na dann. Ah, genau dazwischen. Okay. Erstmal wird hier gelootet. So, kleines Ballkalb. Komm mit! Wir gehen nach Hause. Ja, One-Shot. Das macht die ganze Sache natürlich durchaus einfacher. Da glaube ich noch drei. Aber. Mit kleiner Wal. Großer Wal. Kleiner, großer Wal. Junger Wal. Oh oh. Hi, Alarm. Okay, hi, Meister. Lasst den Wal. Lasst den Wal zurück im Meer. War schön. Ja, Ballboy. Bist du schon fertig? Nein. Kann ich ja gar nicht glauben. Laufband. Ah, okay. Schön. Wunder der Technik. Auf dem Laufband der Elfte Diver schauen. Komm mit. Komm mit, kleiner Wal. Kleiner Wally. So, jetzt kommt die Mutter, oder? Hey, Jerry Fox. Herzlich willkommen. Du auch hier, Mensch. Großes neues Jahr. Darf man ja noch sagen, am 3. Oh, shit. Ich hoffe, es geht dir gut. Ah. Oh, Headbutt. Geil. Da, so kommt die Mutter hier rein. Wunderschön.
Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut soweit. Ich hätte gerne frei gehabt, so früh im Jahr, um ein bisschen leichter so wieder reinzukommen, aber hab ich leider nicht. Das ist ein kleines Manko, aber für heute muss ich mir da auch keine Gedanken drum machen. Das war die Quest mit dem Wal. Mit Wally. Ich verstehe. Gut, dass du es wieder zu seiner Mutter gemacht hast. Es war nicht einfach. Er war total beängstigt. Vielleicht mochte es dich einfach nicht. Ich finde, du könntest den Tieren ruhig mehr helfen und weniger jagen. Oh, da ist er ja. Wir verstehen uns ohne Worte. Oh, sei doch. Nach dem Wahlkörper. Poseidon? Schließ den Tag ab. Ja, oder ich gehe nochmal. So viel habe ich nämlich gar nicht gefangen. Eigentlich könnte ich nochmal tauchen gehen. Was war das denn mit Poseidon? Ach hier. Farbe. Ja, okay. Na gut, dann sieht das Buch jetzt so aus. Ich gehe jetzt nochmal nachts tauchen, einfach in der Hoffnung, nochmal einen Marlin zu fangen. Oder generell irgendwie was Lustiges zu entdecken. Dennoch weiß ich nicht, wo dieser spezielle Fisch auftaucht. Und wir haben nur noch 2 Tage. Ihn zu fangen. Braunflecken-Igelfisch. Ach, das sind die Feuerfische. Okay, Moment. So. Autsch. Ach ja. Na, wer flieht denn da jetzt, wo er gesehen hat, was mit seinen Kameraden passiert? Hä? Na, jetzt bist du dran, klar. Oh. Ganze Gang nehme ich mit. Schokoladenspitze, sehr gerne. Für
Das ist schon ordentlich. Hier schwimmt eine Moräne. José Moreno. Seines Zeichens Wasserballtrainer. Oh, das ist aber ein schöner Fisch. Habe ich den schon mal gefangen? Das ist kein schöner Fisch. Das ist ein schöner Fisch. Komm mal her. Komm mal her. Da Luft drin sein. Oh, jetzt. Das war knapp. So. Jetzt geht wieder los. Schön. So, was bist du denn? Ich habe es ins Labor geschickt, bekomme gleich die Analyse. Es ist ein violetter Segel. Habe ich doch gewusst. An den Zebra. Okay. So, und du? Ach, du bist wieder ein Pufferfisch. Du bist wieder eine Moräne. Oh, hier ist eine Sackgasse. Ja komm, wenn du mich angreifst, habe ich auch keine Gnade mehr. Dann sind wir keine Freunde mehr. Der gute alte Quietschammer. Marlin zu finden ist. Wir sind jetzt auch 50 Kilo können wir noch mitnehmen. Das ist eigentlich eine ganze Menge. So eine Schüssel ist eigentlich immer ganz gut. Die gibt nämlich auch schon viel Geld. Der Dreifachachsel braucht Munition. Komm, den einen nehmen wir mit. Hammelhai. Oh. Schon wieder Luft. Mein kleiner Ausflug wird zu einer kleinen Odyssee. Schön mit dem Quietschhammer Kupferherz abbauen. Damit ist die Tasche doch sehr schnell voll, wenn wir Kupferherz abbauen, oder? Kann das sein? Naja. Geht so.
ist. Boah, du bist krass. Du siehst zumindest krass aus. Oh. Ah, mein Daumen. Aua. So, Kollege, aber dich möchte ich jetzt. Dich möchte ich schmecken. Giftet bist du. Angeschossen bist du auch. Vergiftet bist du nochmal. Komm her. Oh Gott. X. Das war knapp. Das war sehr knapp. Kampf abgeliefert. Aber leider hatte ich den Vorteil der Evolution. Denn ich hatte eine Schusswaffe dabei. Habe ich jetzt wieder Munition drin? Dann wird der Schlafpfeil mal wieder gebraucht. Was bist du denn? Das ist so ein ganz kleiner. Kann man dich fangen? Kann man dich mit Händen fangen? Eine Weißgarnele. Ob die essbar ist? Ist eine Verspeisgarnele? Oder gar eine Greisgarnele. Sie ist schon abgelaufen. Naja. In meinem Fall ist es eine Ich-nicht-weiß-Garnele. Gewöhnliches Katzenfutter, okay. Also, wir sind hier anscheinend nicht im Merlin-Territorium. Oh, oh, oh. Nee, also erst so einen Stress machen und dann abhauen. So nicht. Ist mir egal. So. Dritten Pfeil. Und da pennt er. Dunkelflossen-Barracuda. Also auf einmal kommen alle. Stress. Jetzt haben wir uns aber schön die Taschen voll gemacht. Also. Rein in die Fluchtkapsel und auf zum Sushi essen. Sushi machen natürlich. Für meine Gäste da. Ich habe den Ingwer ein bisschen zu klein geschnitten. Jetzt habe ich ein wenig Sorge, dass ich ihn verschlucke. Und live on stream keine Luft mehr kriege. Und Banjo hat ein Fragezeichen. Dann gehen wir doch mal zu ihm.
Sammy, berühmter Rapper. Oh. Sagt dem Manager nicht, dass er hier jemand gesehen hat, der wie Otto aussieht? Yeah. Hey Chef, kann ich dich was fragen? Yeah. Wir kennen bei Bunch Sushi. Kommt ihr jetzt zufällig Gemüse-Sushi? Mm. Gemüse-Sushi? Bitte. Steht nicht auf unserer Speisekarte. Norimaki-Sushi kommt immer beim nächsten. Yeah. Yeah, kein Problem, schönen Tag noch. Jetzt sagt Banjo, warte. Hapep Tuna. Hapep Tuna. What? Hapep Tuna. Das ist Hot Pepper Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Do some more training, Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Hapep Tuna. Dieser Art von Musik passiert. Ich nehme an, du bist MC Sam. Yeah. Yeah. Hapep Tuna. Wie chillig. Hapep Tuna. Gemüse-Sushi. Das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Ich morgen früh an. Okay, cool. Super. So, verbessere jetzt deine Bewertung. Schau mal in deine Cookstar-App. Schau in meine Cookstar-App. Ja? Kann ich ja noch gar nicht. Warum wurde ich angelogen? So, Forschung. Marlin und Sonja-Punkt. Oh ja, das ist doch für das Event. Schauen wir uns an. Großartig. Wir haben Marlin Sojabohnen Pastenbraten entdeckt. Nun gut. Es wird direkt veredelt, klar. Wusch! Wusch! Alles, was man veredeln kann. Komm mal ans Veredeln ran. Augenkammer. Interessant. Fleisch eines Segelfischs. Ach, Segelfisch ist Marlin? Inneres des Schiffwracks. Scheint es mal 0 bis 50 Meter. Tatsächlich. Huh. Okay. Crazy. Strandfeuerfisch. Was ist das? Der große Barracuda. Was ist das denn? Sushi-Set aus tropischem Fisch. Ach ja, der Hai. Ist gar nicht mal so krass dann, der Hai.
heute ist anscheinend. Ja, okay, Segelfisch-Sushi ist schon... Aber das kann ich... nee, heute noch nicht. Der Humboldt-Kalmar ist auf jeden Fall dran. Zebra-Hai-Sushi. Es gibt jeden Tag Hai bei mir im Sushi-Laden. Fleisch eines Kragenhais. Der violette Segel. So, 10, 13. Wie viele Leute kommen noch? Stellen wir den mal auf Auto kochen. Guck mal, wie das Ganze funktioniert. Bin mir nicht sicher, wie es funktioniert. Auf jeden Fall, auf geht's. Bau, 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 bau. Nee, ich mach das. Okay. Dann nicht. Perfekt. Ja, ihr macht mal schön das Bier, ich kann kein Bier. Oh, ist gar nicht so viel los. Hoffentlich geht das alles weg. Ist es nur noch er? Ne, es kommen noch mehr. Das bringt der Chef noch persönlich hier. Bitteschön. Lass es dir schmecken, Kollege. So, eins ist übrig. Verdammt. Das war doch gut. Ja, wollte gerade sagen. 5,0 hier. Dankeschön, Felix. 10 Monate schon. Wow. Und herzlich willkommen bei den Mystic Knights. Mystic Knights. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gut nach Hause gekommen. Am Neujahrstag. Oh, stimmt, die Katze. Dieses Geräusch. Was hat's mit der Katze auf sich? Das ist Momos Miauen. Ich sollte ihm folgen. Ich meine auch am nächsten Tag. Muss ich hier durch? Denn so eine lange Reise ist ja auch nicht ganz einfach. Mann. Krass. Ja, die Zeit geht auch an dir nicht spurlos vorbei, ne?
Oh, jetzt ist sie ja die Katzenfamilie. Bitte. Was sagt Banjo dazu? Drei Katzen. Danke. Wie süß. Bitte. Lass sie hier bleiben. Hier kannst du viel zu essen. Und die... Mehr Miezen bei Banjo Sushi. Okay, dann werde ich jetzt endlich ein Großteil des Katzenfutters los. Aber was bringt es? Ist das ein Süßlevel, was sich dann erhöht? Ist es ein Geschmackslevel, was sich dann erhöht? Kannst du etwas schlafen, Dave? Schon. Gestern sagst du, du brauchst Zutaten für Gemüsesushi, richtig? Genau, einige gestern haben noch gefragt, ob ich von Sushi schmecke. Am besten, wenn es mit Fischen machen wird. Komm, wo zu fahren. Sehr gerne. Ist das etwa ein neuer Bereich? Ja, genau. Nur Reis anzubauen wäre doch langweilig, oder? Ich habe gestern herumgewerkelt und einen Garten daneben angelegt. Ein Garten? Ganz genau, ein Plätzchen, um Gemüse und Obst anzubauen. Nicht nur für Gemüsesushi, sondern für alle Arten von Gerichten. Oh, das klingt großartig. Ich erkläre dir das eben, da du die Farben selbst verwalten musst. Hör gut zu. Als erstes gebe ich dir einige Werkzeuge und Samen, die du zum Anbauen brauchst. Hier bitte. Die beiden Samen schnell platzieren. Versuche nun, die Samen der Auberginen und der Karotten, die ich dir gegeben habe, in den Boden zu pflanzen. Jedes hat drei Bündel, sodass du eine Reihe mit zwei Päckchen füllen kannst. Schön. Nun ist es Zeit zu gießen. An regnerischen Tagen wie diesen braucht man nicht zu gießen. Aber probier es mal zu. Wende die Gießkanne. Achso, ich muss Wasser holen. Ja, kannst du aufhören zu piepen. Ja, dankeschön. Du lernst schnell. Du kannst jetzt die Gemüsefarm verwenden. Verschiedenes Gemüse anbauen, versuche die unterschiedlichen Gemüse zu züchten. Jetzt ist auch schon ein Rezept mit. Okay, cool. Weg mit dem Unkraut. Kann ich es schon? 0 Tage. Ja, aber 0 Tage ist doch. 0 Tage heißt doch heute. Wir gehen mal in den Sushi-Laden und gucken mal, ob wir die Katzen füttern können. Das ist ja auch wichtig. Morgen ist der Marlin-Tag. Mochi. Er heißt Mochi. Okay, er hat mich auch immer lieber. So. Ohne. Yes. Superlegierungsabholen ist die nächste Stufe. So, hier. Kuxa-App. Sollten wir mal schauen. Irgendwie. Ich kann mein Level nicht erhöhen, aber mir wird immer gesagt, dass ich mein Level erhöhen kann.
So, was kann ich erforschen? Braunflecken-Igelfisch. Gibt nicht so viel Geld. Forelle und Meertraum. Ja, ist das Poké schon am besten. Der Grabericht ist verfügbar. Kreis. Wächst, wächst. Nährstoff nur 68. Warum ist der Nährstoffgehalt so niedrig? Okay, folgendes. Seefolk. Ja, richtig. Ja. Ja. Warum nicht? Wir nehmen beides mal mit. Feuer, 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 jetzt Feuer. It's lit, wie man so schön sagt. Nee, das wollte ich nicht. So. Okay, ein stürmischer Tag. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Fische überhaupt gefangen habe hier oben. Den habe ich. Den habe ich. Dieser gelbe Fisch hier. Gelber Segeldoktorfisch. Ist das nicht hier Sebastian? Ne, Fabian aus Ariel die Meerjungfrau? Man weiß es nicht, ne? Ist nicht das richtige Publikum hier. Das ist eine interessante Qualle, die sie da haben. Entschuldigung. Ist heute wieder high bei Banjo? Ich glaube, es gibt wieder high. So, der Herr. Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, lieber Katana. Kann ich es auch auseinandernehmen? Nee. Ich suche das Schiffswrack. Freunde, bitte. Oh, das ist ein Hammerhai! Da ist ein Hammerhai!
Wow. Okay. Der hat's aber eilig gehabt. Ob wir ihn jemals wiedersehen? Ah, da ist er. Super. Jetzt habe ich nur eine Harpune. Aber ich habe auch Luft. Direkt neben mir. Komm her, du Hammerhai. Boah, der macht ja richtig. Alter, okay. Okay, kurz Spielstopp. Jetzt kann es weitergehen. Euch kleinen Fischis. Ich will auch mal. Ich kann sagen, Blaukopf-Torpedobarsch. Den kenne ich ja noch gar nicht. Schön, direkt zwei neue Haie gefangen. Bringen Sie diesen Fisch, diesen glatten Hammerhai bitte, zum Haihotel. Da ist die Brechstange. Und da war auch schon wieder ein Hai. Ich muss die Steine entfernen. Na gut. Das reicht nicht. Doch. Ach so, die müssen dahin. Oh crap. Oh, hey, du bist ein richtiger. Dann schieße ich halt. Oh, ich kann nicht schießen. Das war interessant. So, wenn er direkt danach. Na gut. Ich dachte, wenn er direkt hochschwimmen will. Könnte ich mich ja nochmal umsehen. Komm schon. Ja, warum kommt sie mir denn bekannt vor?
hier sind sehr viele Fische. Da ist ein Hammer. Allerdings auch ein aggressiver Fisch. Das ist ja scheiße. Segelfisch. Nun. Dann ist halt ein Segelfisch, ne? Erstmal Werbung. Erstmal Werbung für alle, die nicht abonniert sind. Ich muss ja auch ein bisschen was verdienen. Obwohl ich heute schon 2 Abos bekommen habe. Der Dustin war nämlich gerade da. Und hat einen Sub da gelassen. Was sagt man dazu? Hat einen kleinen Streamer Boy sehr glücklich gemacht. Okay, also der Segelfisch war jetzt schon recht anstrengend. Und das ist ein Seepferdchen. Da können wir auch noch eine Garnele mitnehmen. Das Innere des Schiffwracks ist schön. Wunderschön. Hier ist auch direkt eine Rettungskapsel. Gleichzeitig habe ich meine Munition aufgefüllt.
Das heißt, ich schieße Fische. Und schon bin ich zu schwer. Der braune Zackenbarsch macht mir einen fetten Rucksack. Super. Das ist genau die, die ich bestellt habe. Also, du nimmst sie mit dem Stein, steckst sie zwischen den Spalt und ziehst fest. Dann kannst du den Stein herausnehmen. Vergiss nicht, bei Bamsha-Sushi vorbeizuschauen. Warum sagt er das so? Tun wir mal den Inventar, ne? Die Feldfrüchte sind erntebereich. Komm, ernten. Na gut. Ich weiß aber nicht, ob ich, ich kann mal zu den Fischen, wenn ich keine App dafür habe. Schön den Reis geerntet. Ernte abgeschlossen. Du musst das gesamte Unkraut entfernen. Hab ich doch. Ist hier etwa Unkraut? Zählt das als Unkraut? Nee. Ist auch kein Unkraut. Muss ich nicht gießen. Gut, regnet es ja. Aber kann ich noch mehr anbauen? Gut. Wir können mal Minispiel machen. Lea rennt. Okay, das war's. War jetzt nicht so cool, das Minispiel. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, man kann den Song noch mal machen. Stürmischer Tag. Tag X. Tag X ist morgen. Ich gehe mal zu der Fischfarm. Ob wir diesen Marlin vielleicht schon gefangen haben. Das wäre nämlich wichtig. Eigentlich kann die Hauptquest jetzt mal ruhen. Ah, neue Fische, okay. An die Küche schicken. Ah, ne.
Ja, finde ich okay. Pailletten Dr. Fisch. Weg damit. Kardinalsfisch. Hammer. Weg damit. Der Feuerfisch, den braucht man nicht. Alle verkaufen? Hm. Du kannst nicht mehr züchten, wenn du alle Fische verkaufst. Ich habe da gar nicht mehr reingeguckt. Schöne neue Fische. Oh, der Hai da drin. Ein Barracuda. Oder drei, na gut. Segelfisch, ja, dich brauche ich. Dich brauche ich tatsächlich. Atlantische Makrele, scheiß drauf. Der Tigerhai. Der sieht lecker aus, Tiger. Okay, ich würde sagen, es ist Marlin-Zeit. Wir müssen ja ein bisschen was aufbauen. Für unseren großen Eventabend. Deswegen scheiß auf die Hauptquest. Wir machen Marlins. Der Gelbflossen-Thunfisch hat gelbe Flossen. The more you know. Ich bin ein echter Country Boy. Ich bin ein echter Country Boy. Angeblich gibt es Marlins um 50 Meter Tiefe zu finden. Komm mal her. Lammkaiserfisch. Oh, was bist du? Der Ast ist sehr interessant. Na, jetzt komm mal her hier. Ist ein Rochen? Fleisch eines Marmor-Zitterrochens. Ja, schön. Na, gucken aufs Datum. Es ist doch Montag. Ist ja doch noch gar kein Wochenende. Marlin.
nächste. Schmeißen wir direkt mal weg. Komm. Denn ich möchte ja nicht, dass meine Fischfarm mit so niederträchtigen Minifischen verunreinigt wird. Eine kleine Netzkanone. Jetzt aber. Ach, komm! Richtig. Meine Daumen können es nicht. Fleisch eines Schafskopf. Die können schwimmen. So, wir sind über die 50 Meter Marke. Hier weiter. Kommen wir nicht. Zumindest vorerst. Denn angeblich soll man einen Marlin 0 bis 50 Meter Tiefe finden können. Ah, das sind Thunfische, ne? Sind es Thunfische? Es sind Thunfische auf jeden Fall. Ja. Ich warte trotzdem noch einmal ab.
Vielleicht ist da ja noch was. Vielleicht ist es doch kein Thunfisch. Vielleicht treffe ich aber auch. Und dann sind wir glücklich. Ich aufhören, Thunfische zu jagen, wenn ich auch Marlins haben will. Er sieht aus wie der gemeine gelblose Thunfisch. Aber ist er es wirklich? Kann man sich halt nicht sicher sein. Er ist selten geworden in diesen Gewässern. Niemand weiß so genau, wie er aussieht. Nur Leute, die sich damit auskennen. Es ist der Gelbflossen-Thunfisch. Ich hab's gewusst. So. Einmal auseinandernehmen. Momente. Seestern. Ah, ja. Was ist denn hier los? Gestreifter Wels. Der Waller, wie ist der Fuß? Da ist er wieder. Ei! Hör mal! Was hast du denn dafür? Karovenzmann hinten. Hab ich dich nicht eben schon? Bist du nicht dieser Drescher? Tobi Drescher? Tatsächlich. So, ich habe immer noch keinen Marlin gefunden. Ich bin auf der Marlin-Suche. Und es ist auch ziemlich kalt hier. Ich glaube, wir sind ein Marlin gerade. Oder waren wieder Fische unterwegs? Ah, das sind die Thunfisch. Die Thunfisch-Heinis. Schwimmen durch ihr Revier und lachen ahnungslose Taucher aus. Lachen, hahaha. Der hält uns für Marlins. Und ich sag dazu nur. Ja. Kenn mich halt nicht aus. Ist es. Oh, Hallöchen! Entschuldigen Sie? Sie sind doch so etwas Ähnliches. Sie sind doch ein Ähnlichkeitsfisch. Oder? Sie haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit Marlins. Berechnungen stimmen, dürfte dieser Segelfisch auch als Marlin zählen. So steht es geschrieben im einen Marlin 1. Okay. Luft. Marlin, da. Ah, yes. Okay. Schön.
So, wir hatten heute einen stürmischen Tag. 0 bis 50 Meter stürmischer Tag. Okay. Aber ob das schon reicht, um den Marlin aus seinem Versteck zu locken? Jetzt noch zum Schiffswrack ist die Frage. Eigentlich wäre das schon möglich. Und vielleicht auch nötig. Oh, ach ihr. Nee. Nee. Ihr seid ja nur scheiße. Verpisst euch mal. Verpisst euch mal. Was ist denn hier los? Also, jetzt... Sag mal... Mit einer Schar Wälze. Das war gefährlich. Das war richtig gefährlich. Na, vielleicht kann ich doch nicht noch. Ich habe meine Items aufgebraucht. Ich habe kaum noch Munition. Aber dieses Event macht mich... an. Vielleicht... können wir es ja mal probieren. Autsch! Schau mal, ob ich das Boot finde und ob daneben eine Rettungskapsel ist. Wenn ja, wenn das tatsächlich so eintreffen sollte, in der Tat. Okay, let's go. Da hätte uns fast wieder ein Hai von hinten durchbohrt. Ganz schön heikel. Ach, die schon wieder. Die Boys sind mit am Start. Und der Hammer halt natürlich auch. Der Hai. Der Flachkopf. Flachkopf, habe ich dich genannt. Probleme gehabt. Die anderen Haie.
richtige Hai. Den Kamelhai, den Netzhai, den Katzenhai. Alle hatten eine schöne Form, alle sahen super aus und er ist halt der Hammerhai, ne? Ah, jetzt kann ich ihn nicht mehr mitnehmen. Oh doch, kann ich. So, mein kleiner Segelfischfreund. Wir zwei. Wir zwei sehen uns heute nicht. Verdammt, okay, es gibt nur einen Segelfisch. Mal eine Nussecke reinziehen gerade. Hey. Views, Chatbot. Nee. Wollen wir nicht. Wollen wir hier nicht. Weiche. Geblockt. Hat jemand die Seite aufgeschrieben? Ach guck. Oh, jetzt sagt er mal wieder, da ist eine böse Bestie im Wasser. Fieser Sturm heute. Suchst du wieder nach einer super seltenen Bosskarte? Ich habe heute die Energie von etwas extrem mächtigem gespürt. Wirbel. Denk an den Wirbel. Der Sturm nimmt an Stärke zu. Wir sehen uns. Stürmische Nacht. Ja, ich wurde angewiesen, nachts einen Wirbel zu betreten. Ja, sollen wir das mal machen? Vielleicht nehmen wir einen Granatwerfer mit. Schützengewehr. Granatwerfer. Wahrscheinlich gar nicht schlecht. Aber ich bleibe bei meinem Vierparazin. Gucken, ob ich den upgraden kann. Bloß einer Dickkopfmakrele.
go. Wenn der jetzt schon mal ankommt hier mit dem. Mit dem Wirbelboy. Wirbelmon. Pokémon. Pokémon Meister. Ist dieser Wirbel? Ein Upgrade für den Vierfachachsel. Wieder der Hai. Machen wir ein Hai? Ja, können wir doch machen. Schön gifter Bodenspitze. Und ein abgegradeter Vierfachachsel. Machen wir den Hai doch. Du willst es doch auch nicht. Muss ich mich jetzt wirklich... Wirklich? Selber schuld. Morange. So, wo ist der Wirbel? Mal hier wieder die Kreiskanäle. Hier habe ich doch was gehört. Den behalte ich mal für den Bossfight, der da auf uns zukommt. Level 3 mit dem Vierfachachsel. Oh, oh, wie ist das schön. Bossfight. Sind zu viele
tolle Sachen, die es zu entdecken gibt. Wie zum Beispiel diese dicke, dicke, dicke Heimann. Heimann-Unterlage. Ist der Wirbau? Kriege ich jetzt Level 4? Das wäre ja der Wahnsinn, ne? Auch nicht schlecht. Schon wieder weg. Gehen wir mal ganz schnell aus dem Weg. Alles, was ein Kampf bedeutet, kann auch zum vorzeitigen Ableben führen. Das will er nicht, ne? Okay. Und hier ist Sense. Sehr schön, komm, der Wirbel ist ganz oben gewesen und ich bin einfach nur nach links anstatt nach rechts geschwommen. Das ist meine Theorie. Aber bisher kann man hier auch ganz gut die Fragmente sammeln. Gut. Ja, so ein bisschen schneller ist schon ein Vorteil. Da rechts. Hier geht's hier rein, ne? Darf ich da rein? Will er nicht. Kann mir eine Weißkanäle fangen? Noch eine Weißkanäle fangen. Bitte Liste. Stürmische Nacht. Kannst du bis zu drei. Ach so. Finde den Wirbel. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte vielleicht so eine Art Radar. Aber ja, meine ich. Geht's
vielleicht hier rechts. Nein. Sind wir fast schon am Ende der Exkursion. Und ihr Kackfische, ne? Vor die Tür und Olivenöl holen. Ihr kommt und macht so. Oh, es direkt schon wieder ein Hai. Du hast zu wenig Leckerpunkte, Kollege. Du kannst gerne mitschwimmen, aber ich suche einen Wirbel. Weißt du, wo ein Wirbel ist? Nein? Weißt du, wo der Wirbel ist? Naja. Ah, okay. Das klingt wirbelig. So, Freunde. Ich bin schon wieder an einem komischen Ort. Nun, dieser Ort scheint unbewohnt zu sein. Gerade hast du noch die Anwesenheit deiner gefährlichen Kreatur gespürt. Okay, das ist ein Gewehr. Das lassen wir erstmal hier liegen. Da kommt jemand. You're a big motherfucker. Ein Krebs, der ein paar Boxhandschuhe trägt? Oh nein! Ich glaube, ich weiß, was es ist. Es muss ein Fangschreckenkrebs sein. Seine Größe ist unglaublich. Das war schießig. Ich schätze, er könnte mich mit einem Schlag vernichten. Es wäre schön, wenn ich etwas Hartes finden könnte. That's what she said. Um die Schläge dieses Dings abzuwehren. Etwas Hartes? Hier. Kann ich das? Nee. Kann ich hier irgendwo dran? Nee. Diesen Stacheln. Ich schieß dir in die Augen, Baby. Ja, das ist so. Nein!
Das reicht nicht. Verdammt. Dieser Uppercut ist zu stark. Autsch. Ich kann unter ihm durch. Ah, nee, ich krieg Schaden. Oh, nee. Ah, dumm. Naja, okay. Also er muss gegen die Glocke hauen. Aber dann muss ihm halt nur Schaden machen. Und leider ist er sehr weit weg. Das ist Bullshit. Hä? Warte mal, war da gerade hier eine Taste? Nee, ne? War das meine Munition? Das wäre schlecht. Nun. Ich habe noch 6. Wie viel Schuss habe ich hiermit? Ach, 3. Ja, dann komm mal her. Denn da? Oh, der war nicht schlecht. Ah, ich muss ihn vielleicht auf die Augen hauen. Erschießen. Dann haut er dagegen. Kann ich ihn weiter dagegen schießen? Oh, ich habe keinen Munition. Das war natürlich ein bisschen lucky. Ja.
okay, das mit dem Scharfschützengewehr ist ein Game Changer, ein sogenannter. Mitgenommen zu werden. In der Tat. Dankeschön. Schwanz eines Fangschreckkrebs. Ja. Und schon geht's nach oben. Das ist doch geil. Was auch geil ist, sind diese Nussecken. Sind die geil. Eine Fangschreckenkriegs-Bosskarte. Ich hab's nicht einmal im Wellness Center gesehen. Aber ich meine, das Wellness Center, in dem ich trainiere. Wenn du diese Karte mit Teilnummer trägst. Okay, ich hab's. Okay. Also, ab zu Banjo. Wolltest du den Fischen? Nee, Banjo. Schön den Tag abschließen. Dann machen wir am nächsten Tag noch einmal eine kleine Marlinjagd. Stark.
So, das Fleisch eines Drescherhais wird natürlich bis aufs Äußerste veredelt. Dann der Kardinalfisch. Ich weiß nicht, wo du die ganze Zeit gesteckt hast, aber du musst einiges über dich ergehen lassen. Devils. Ja, servus. Ich bin auch ein Fisch, der man sehr gut veredeln kann. Alles wird veredelt. Fleisch eines Hammerhais. 40 Stück. Merlin, der muss veredelt werden. Das geht nicht anders. Ich mag das Geräusch einfach, wenn sie Sachen veredeln. Es müsste dieses Geräusch halt auch im richtigen Leben geben. Immer wenn man was gut macht. Oder wenn man was verbessert hat. Immer brang, brang. Level up. Level up. Okay, ich habe zwei Gerichte schon für morgen. Ist das nicht toll? So. Meertrauben-Spezial-Sushi. Ja, klar. Packen wir mal drauf. Fleisch eines Hammerhais. Packen wir mal drauf. Fleisch eines Drescherhais. Mal drauf. Gelbfass und Thunfisch. Immer gerne gesehen. Immer lecker. Das Krakenhai-Sushi spielen wir auch automatisch. Der Sägehai kommt auch auf automatisch. So. Damit sind wir doch, damit kommen wir gut über den Abend. Öffnet die Pforten. Wunderbar. Das hat auch gut geschmeckt. Heute war das Feierabend. Banjo Sushi geschlossen. Guck mal, 3700. Das ist doch ganz gut. Sitten? Nichts. Es lädt. Ah, okay. Wir haben Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag. Da kommt der Typ schon wieder. Ein neuer Begrüßungsturm? Nö. Das ist von dem neuen Spiel. Das ist zurzeit Spiele. Was für ein Spiel spielst du? Kiau! Ein Spiel, bei dem man digitale Fische aufzieht.
Man füttert sie und hält sie bei Laune und sie wachsen und mutieren. Das kommt mir bekannt vor. Letzte Zeit ist Giau füttern immer das Erste, was ich morgens tue. Da fällt mir ein, dass ich es heute völlig vergessen habe. Warte mal. Schau, Giau ist zufrieden. Warum probierst du es denn selbst aus? Ich habe dir die App über mit meinen Freunden geschickt. Kannst nicht den Fisch fangen, sondern auch andere unterhaltsame Aktivitäten genießen. Cool, neues Minispiel. Kümmere dich gut um deinen digitalen Fisch. Wenn Georg krank wird, gib ihm eine Spritze. Denk auch daran, das Licht nachts auszuschalten, damit er gut schlafen kann. Wenn ein Warnsymbol erscheint, überruht seine Hunger- und Zuneigungslevel. Wenn es kein Problem gibt, der dich aber immer noch ruft, könnte etwas disziplinierendes sein. Wenn die Funktion erhält, zu Neuigkeiten immer genau, wenn du ein Smartphone nicht einschaltest, schalten wir noch hin. Mali Party! Neuer Agrarbericht. Wir haben ein neues Unkraut, das wollen wir nicht. Dann gehen wir natürlich erstmal auf die Farm. Dann weiß ich nicht, ob wir noch einen Tauchgang schaffen. Der Marlin ist halt immer so schwer aufzutreiben. Vielleicht machen wir es auch morgen. Morgen ist ja schon wieder Donnerstag. Morgen ist ein weiterer wundervoller Streamtag. Mal sehen. Gieß, 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 warum ist hier so wenig Nährstoff drin? Was hast du in deinem Wasser getan, Kollege? Stört mich. Sag mir mal was. Ich werde Reis anbauen, töte einfach ab und zu den Insekten. Reisfeld erweitern. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht erstmal die Frachtkiste. Ich jetzt auch immer größere Fische fangen. Oder Luft, aber Luft habe ich meistens genug. Bester Geschmack. Achso, wahrscheinlich muss ich jetzt auch noch kaufen. Ja, komm, gib mir dein Reisfeld. Erweiterung gibt es dann noch ein Bett im Reisfeld. Das ist dann immer frei für mich. Okay, zeig mir die Fische. Zeig mir die Fisch. Yeah.
Die kleinen Feuerfische. Ihr könnt alle gehen. Clownfisch. Das musst du verstehen. Ich will dich nicht mehr sehen. Verstehst du, was ich meine? Wegen See. Du kommst aus dem Meer. Das ist doch nicht so schwer. Oh, ein Shop. Offene Fläche. Fläche erweitern. Nee, komm. Ich möchte gerne fürs Multifische. Und fürs Multifische. Fläche erweitern. Nimm mein ganzes Geld. Nimm alles, bitte. Ich brauch's doch nicht. Ich brauch's doch gar nicht. Dieser fette Hai. Ey. Ist halt jetzt bei 76%, ne? Der Segelfisch. Ja, ab an die Küche. Tschaußen. Barracudas. Brauch ich halt alles nicht. Aber ich lasse sie. Ich lasse sie. Erzählt. Wenn die Dichte 100% erreicht hat, kannst du keine Fische mehr hinzufügen. Denk daran. Ich denk dran. Zurück zum Boot. Tut dat Boot? Fragt man sich. Ich glaube, heute war es aus der Zeitplan-Party, ist richtig. Deswegen muss ich auf die Jagd. Ich werde im Shop Pokémon-Trap. Fängt zwei Fische auf einmal. Ja, nehme ich mal mit. Vielleicht ist da ja ein Marlin drin. Nee. Dauert jetzt eh noch mal 20 Minuten, dann ist schon wieder so spät. Es ist ja morgen auch noch Zeit. Vielleicht spielen wir auch morgen was ganz anderes. Man weiß es nicht. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich werde mich jetzt in mein eigenes nasses Grab geben. Mich zurückziehen auf meine kleine Insel. Leider ohne Sushi, ohne Boot, ich kann nicht tauchen. Es hat eigentlich überhaupt nichts mit Data Diver zu tun, was ich gleich mache, denn ich gehe pennen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Herzen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch, bei mir, bei Dave für diese wunderschöne Zeit, für den wunderschönen Abend. Das war's. Was soll ich noch sagen? Außer auf Wiederschauen. Wir sehen uns vielleicht morgen. Selbe Stelle, selbe Welle. 19.45 Uhr, wie ihr es gewohnt seid. Gandhi streamt ja immer zur gleichen Zeit. Und ihr seid immer dabei. Das finde ich schön. Jetzt müssen wir aber alle schlafen gehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.